Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich den Nuki Opener hier. Das ist ein kleines Gerät, um eure Gegensprechanlage smart zu machen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als erstes möchte ich mich recht herzlich bei Nuki bedanken. Die haben mir nämlich freundlicherweise passend zum restlichen System den Opener zum Test zur Verfügung gestellt. Ja, was erwartet euch in dem heutigen Video? Wir gehen jetzt kurz gleich auf das Gerät selbst ein, schauen uns die technischen Daten an. Im Anschluss werde ich ihn erstmal einbauen, ein paar Wochen testen. Dann kommen wir wieder zurück hier ins Studio. Dann führe ich euch das Ganze mal in der App vor, wie man dort damit umgeht. Und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Beginnen wir mit den technischen Daten. Der Nuki Opener kostet 99 Euro. Allerdings wird die Bridge vorausgesetzt, wenn ihr diese noch nicht habt, kostet das Dataset 169 Euro. Die Abmaße betragen 7 x 7 x 2,5 cm und das Gewicht liegt bei 113 Gramm. Betrieben wird der Nuki Opener mit 4 AAA Batterien. Ganz kurz noch zur Funktionsweise des Nuki Openers. Wir haben hier ein kleines Gerät, wie gesagt, 7x7 cm ist es groß. Das wird mit eurer Gegensprechanlage verbunden und zwar mit Hilfe des mitgelieferten Zubehörs. Ihr werdet in der Einführung mit der Hilfe der App dort durchgeführt. Ob eure Gegensprechanlage damit kompatibel ist, müsst ihr am besten auf der Nuki-Seite selbst herausfinden. Da ist so ein kleiner, ich sag mal, Konfigurator, wo ihr eure Gegensprechanlage eingeben könnt, danach suchen könnt und dann werdet ihr darauf hingewiesen, ob eure Gegensprechanlage eben schon kompatibel ist oder nicht. Ansonsten habe ich gesagt, wir können das Gerät mit Hilfe von 4 AAA Batterien betreiben. Das ist richtig, wir haben hier auf der Unterseite aber auch noch einen kleinen USB-Anschluss, mit Hilfe dem ihr das Gerät permanent mit Strom versorgen könnt. Das heißt, ihr seid unter anderem eben auch unabhängig davon, bedeutet dann aber am Ende, dass ihr noch ein weiteres Kabel da rumhängen habt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, im Lieferumfang haben wir hier einen kleinen Schraubenzieher, ein paar Schrauben, falls ihr das Gerät mit Hilfe der Schrauben an der Wand direkt festmontieren möchtet oder halt eben auch auf der Rückseite ein doppelseitiges Klebeband, dann könnt ihr es halt einfach festkleben. Noch so eine Lüsterklemme, das Kabel, eine kleine Anleitung. Und das war es dann eigentlich auch schon im Zubehör. Natürlich der Nuki Opener selbst. Ich habe das hier schon mal ein bisschen gelöst. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Nuki Opener. Wir haben auf der Oberseite eine kleine LED. Hier sind die 4 AAA Batterien. Auf der Unterseite haben wir den USB-Anschluss, von dem ich gesprochen habe. Hier oben haben wir einen kleinen Lautsprecher verbaut. Auf der Rückseite das doppelseitige Klebeband, dieses Klebepad. Auf der Seite hier noch die Zugänge für das Kabel, um das Ganze mit eurer Gegensprechanlage zu verbinden. Und ja, so viel eigentlich schon mal dazu. Ansonsten halt eben noch die Blende, die oben drauf kommt. Vorne auf der Seite ein Knopf, mit Hilfe dessen ihr dann auch einfach direkt eure Gegensprechanlage nochmal betätigen könnt, um dann unten an eurer Eingangstür halt eurem Besuch oder dem Postboten oder wie auch immer Zutritt zu verschaffen. Ansonsten wurde ja vorhin schon gesagt, dass auch die Bridge vonnöten ist. Das ist dafür da, dass ihr auch von unterwegs mit Hilfe des Handys auf die Bridge zugreifen könnt. Irgendjemand hat einen Schlüssel vergessen, ihr wollt jemandem Zugang gewähren und dann könnt ihr das einfach damit machen. Genau, so viel zum Thema Nuki Opener. Ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt mal ein und dann sehen wir uns später wieder. Seit knapp 2 Wochen habe ich den Nuki Opener jetzt bei mir verbaut und an dieser Stelle will ich noch mal ganz kurz einen kleinen Rückblick auf den Einbau geben. Der Einbau hat sich wirklich einfach gestaltet. Man muss lediglich die Blende der vorhandenen Gegensprechanlage entfernen. In meinem Fall war noch der Nello One verbaut. Das ist der Hersteller, der jetzt vor kurzem Insolvenz gegangen ist, aber von einem, ich meine, italienischen Käufer aufgekauft wurde. Diesen habe ich entfernt und dann den Anweisungen in der App Folge geleistet. Dort muss dann ausgewählt werden, ob man eine Gegensprechanlage oder eine andere Tür vorhanden hat. Das mitgelieferte Kabel wird dann zu Beginn erst einmal in die Gegensprechanlage hineingeführt. Im Anschluss wird alles verdrahtet. Wenn alles fertig verkabelt ist, muss man noch schauen, dass das mitgelieferte Kabel den richtigen Abstand zur Gegensprechanlage hat. Im Anschluss wird einfach die Blende wieder aufgesetzt und der Nuki Opener ist bereits installiert. Im Anschluss folgt man noch den weiteren Anweisungen in der App und stellt dann fest, dass der Opener direkt einwandfrei funktioniert.
Ja, wie ihr gerade ausschnittsweise gesehen habt, ist die Installation wirklich denkbar einfach, also auch für Laien gedacht. Ihr werdet in der App wirklich zu jedem Schritt hindurch geleitet. Welche Farbe kommt an welche Nummer, also all das wird hier beschrieben, angesichts natürlich der Beschreibung eurer Gegensprechanlage, die ihr natürlich zu Beginn hier erstmal eingeben müsst. Werfen wir jetzt aber nochmal einen Blick in die App rein. Ihr seht hier oben das Nuki Smart Lock, das ist quasi das Türschloss, was ich schon bereits installiert habe, und auf der unteren oder in der unteren Hälfte den Opener. Wie es vielleicht einige von euch schon kennen, durch ein Swipen nach links oder nach rechts könnt ihr den Opener aktivieren. Durch ein Drücken auf den Opener selbst könnt ihr hier in den Einstellungen jetzt noch gewisse Einstellungen eben vornehmen. Unter anderem natürlich auch die Auto-Unlock-Funktion. Auto-Unlock-Funktion bedeutet, wenn ihr euch in einem gewissen Umkreis befindet, von eurem Heim natürlich, und diesen verlasst und wieder zurück eintretet, dann aktiviert sich dieses Auto-Unlock-Feature, was ihr natürlich halt eben selbstständig erstmal aktivieren müsst. Ihr habt dann Umkreis von 50 bis 500 Metern und wenn ihr diesen Bereich eben wieder betretet, unten auf eure Klingel drückt, dann sollte die Haustür automatisch aufgehen. Ist für mich ein sehr wichtiges Feature. Ihr habt es vorhin gesehen, ich hatte vorher den Nello One eingebaut. Auch da hat es schon nicht hundertprozentig funktioniert. Auch jetzt in dem Fall des Nuki Openers funktioniert es immer noch nicht hundertprozentig. Es liegt aber wahrscheinlich gar nicht mal direkt an dem Nuki Opener selbst, sondern einfach daran, dass das Handy natürlich die ganze Zeit versucht, Strom zu sparen und dementsprechend nicht immer den Standort an die App übermittelt. Es gibt zwar die Funktion, den Zugriff im Hintergrund auf die App zuzulassen, allerdings ist das auch immer in einem Intervall von, ich sag mal, 3, 4, 5 Minuten, in dem diese Information gesendet wird. Wenn ihr das Ganze, also euer Display anmacht, dann wird diese Information gepusht. Allerdings funktioniert das auch nicht so hundertprozentig, wie ich mir das wünschen würde. Ich würde einfach mal behaupten, die Auto-Unlock-Funktion funktioniert bei mir so vielleicht in 50 bis 70% der Fällen, also leider immer noch nicht wirklich zufriedenstellend, so dass man sich darauf verlassen kann. Komme ich aber auch später nochmal zu sprechen. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz die Möglichkeiten in der App an. Am Anfang mehr oder weniger die einfachen Standardfunktionen. Ihr habt ein Protokoll, ihr könnt weitere Benutzer verwalten und ihr könnt natürlich auch den Administrationsbereich laden. Das dauert immer ein bisschen, bis dieser dann aufgerufen ist. Das ging jetzt recht schnell. Ihr könnt den Namen ändern, ihr könnt natürlich den Standort festlegen, ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten, wie lang der Buzzer quasi gedrückt bleiben soll, also die Öffnungsdauer. Ihr habt hier Ring to Open, ihr könnt auch das Ganze als Dauermodus einstellen, das heißt, eure Klingel ist automatisch dafür da, dass der Buzzer gedrückt wird. Meiner Meinung nach ist das aber, glaube ich, eher eine sicherheitskritische Geschichte. Man möchte ja nicht wohlwissend jedem irgendwie Zugang zu seinem Treppenhaus verschaffen. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Batterietyp festzulegen. Auch das sind Optionen, die ihr vielleicht bereits aus dem Smart Lock kennt. Ihr könnt festlegen, ob ihr Akkus, Lithium-Batterien habt oder wie auch immer. Wird aber auch aktiv selbst erkannt. Ihr könnt die Zeitzone feststellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, an dem Nuki Opener selbst den Knopf vorne drauf zu konfigurieren. Da habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Einmal drücken, zweimal drücken, je nachdem, was ihr dort möchtet. Wenn ich das auswähle, seht ihr hier die verschiedenen Möglichkeiten, die eben aktiviert oder deaktiviert werden können. Ansonsten LED-Signal am Opener und so weiter und so fort. Also das sind die Funktionen, die wir hier haben. Was ich derzeit noch ein bisschen vermisse, ist eine Möglichkeit, ein gewisses Zeitfenster freizugeben, dass zum Beispiel der Opener automatisch für eine Stunde freigestellt werden soll. Das ist noch alles ein bisschen undurchsichtig. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch was nachgebessert wird. Das hat mir zum Beispiel beim Nello One ganz gut gefallen. Dort konnte man, ich sag mal, so ein Botenfenster eintragen. Wenn der Postbote zwischen 10 und 11 kam, habe ich einfach gesagt, hier, mach zwischen 10 und 11 die Tür auf. Egal, ob ich zu Hause bin, habe an meine Haustür einen kleinen Zettel geklebt und da einfach drauf geschrieben, leg das Paket bitte vor die Tür. Genau, so viel zur App. Ganz klar, die normalen Standardfunktionen, wie man es halt eben auch schon vom Smart Lock kennt. App ist recht zuverlässig, da gibt es eigentlich gar nicht viel dran zu meckern, außer vielleicht genau dieser Zeitfenstergeschichte, die ich gerade angesprochen habe. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Abschließend ein kurzes Fazit. Was gibt's zu sagen? Der Preis geht in Ordnung, die Funktionalität ist absolut gegeben, die Einrichtung ist einfach, das Design und die Verarbeitung ist hochwertig, all das gefällt mir wirklich gut. Auch wenn man mit dem Handy darauf zugreift, funktioniert das Ganze sehr zuverlässig, also man muss eigentlich keine Angst haben, wirklich ausgesperrt zu sein, wenn man sein Handy dabei hat. Aber
Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist dieses Auto-Unlock-Feature sehr wichtig, beziehungsweise das ist für mich der eigentliche Komfortgewinn. Ich komme vom Einkaufen wieder, ich will einfach nur auf meine Klingel drücken und möchte dann, dass die Tür automatisch geöffnet wird. Das hat in meinem Test in den 2 Wochen bisher leider nicht zu 100% funktioniert. Ich hatte es vorhin gesagt, ich sage mal geschätzte 50-70%. Das ist immer so ein bisschen schade. Man überlegt, klingel ich jetzt noch oder greife ich direkt schon zum Schlüssel, weil das Handy rausholen, die App starten, warten, bis sie sich verbunden hat, dann geht es mit dem Schlüssel einfach doch schneller. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, das hängt jetzt nicht unbedingt nur mit Nuki zusammen, auch mit der ganzen Software, die auf dem Handy mit Energiesparmodi im Hintergrund läuft. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht gibt es da irgendwie noch die Möglichkeit, da noch was zu verbessern. Das wäre jetzt zumindest mein persönlicher Wunsch, dass einfach das Ganze noch ein bisschen besser funktioniert. Von mir aus auch gerne auf Kosten des Akkus. Da wäre ich auf jeden Fall für diesen Komfortgewinn bereit, ein bisschen Akku dafür zu opfern. Ansonsten, wie gesagt, gibt es am Nuki gar nichts zu meckern. Es ist ein cooles Produkt. Ich finde es schön, dass jetzt auch Nuki hier ein Äquivalent zum Nello One rausgebracht hat. Ich habe es ausgetauscht. Ich bin Freund davon, möglichst wenig Systeme oder unterschiedliche Systeme einfach zu nutzen. Man hat weniger Ansprechpartner, falls es da mal was zu kritisieren oder zu bemängeln gibt. Nichtsdestotrotz hatte ich auch bisher immer gute Erfahrungen schon mit Nuki gemacht, was das Smart Lock angeht. Auch die Verbesserung von Version 1 zu Version 2 ist durchaus genial gewesen. Das habe ich natürlich auch schon getestet, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und von daher, wenn man Bock auf sowas hat, definitiv eine Empfehlung. Wenn ihr großen Wert auf das Auto-Unlock-Feature legt, würde ich vielleicht noch warten, gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Einfach da das noch nicht so zu 100% eben klappt. Solltet ihr jetzt Fragen haben, hinterlasst mir doch einfach unten einen Kommentar. Wie immer werde ich das versuchen, so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auch wie immer über einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal abonniert, denkt an die kleine Glocke da unten, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.